Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute mit Blick auf das Währungspaar britischer Pfund, US-Dollar oder besser gesagt auf die Währungspaare. Das Cable, Neuseeland-Dollar, US-Dollar und euro dollar habe ich hier an dieser Stelle für heute vorbereitet und natürlich hier an dieser Stelle. Wie immer, die Tür ist offen. Für Wunschmärkte, also wer mag gerne über Zoom oder auch über Facebook den ein oder anderen Wunschmarkt posten, da kümmere ich mich sehr, sehr gerne drüber. Ich sehe schon, äh, über Zoom kamen auch die ersten Rückmeldungen, dass zumindest mal <laughs> mein Ton übertragen wird. Ähm, da kurz nochmal, ich bin ja ein bisschen am Basteln, äh, dass das, sage ich mal, visuelle Erlebnis in Zoom dem gleichgestellt wird, was wir hier auf facebook beziehungsweise auch in der aufzeichnung sehen äh, die wir immer wieder auf ähm, youtube auch hochstellen äh, da kurz die frage ich habe aktuell Sozusagen äh, nur die Kamera mit meinem virtuellen Studio übertragen. Als ich das das letzte Mal gemacht habe, war das Bild sehr verpixelt. Äh, deshalb kurz die Bitte mal an die Zuschauer hier auf Zoom, gebt mir mal bitte eine Rückmeldung, ähm, ob das Bild entsprechend dann auch scharf ist, dass man mich gut sehen kann und dass man dann am Ende auch die Charts sehen kann. Ja, sollte das nicht der Fall sein, werde ich sofort den Bildschirm zusätzlich übertragen, weil ich möchte ja, dass das, was ich hier sage und zeige, auch von allen gesehen wird. Also, da wäre eine Rückmeldung sehr, sehr. Ja, schön, das passt hier. Kriegen wir auch schon äh, sozusagen eine Frage zum Thema Öl. <laughs> ja, ja, Öl steigt. Ja, viele, viele Stimmen haben gesagt: Oh Gott, Öl kann doch nicht steigen. Wir hier haben gesagt: Wurscht. Was kann und was nicht. Wir gucken auf die Charts und machen einfach das, was wir in den Charts sehen. Das ist das, was mich im Trading erfolgreich gemacht hat. Und das ist das, wo ich sozusagen hier jeden Morgen auch den Blick reinbringe auf bestimmte Stellen, um solche Sachen auch rauszufiltern. Heute aber auf alle Fälle mal der Blick in den ja, Markt. Britisches Pfund, US-Dollar. Hier, wir sehen es mit Sprengkraft an einem ganz, ganz wichtigen Widerstandslevel. Zuvor, wie immer, Entsprechend der äh, Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich bitte wie immer all das, was hier geschrieben steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. So, und dann gucken wir noch auf die Tagesnachrichten. Ich hatte ja äh, schon avisiert, diese Woche ähm, hat ein paar Sachen da, die ganz klar auf der Uhr mitstehen, zum Beispiel auch das FOMC Sitzungsprotokoll ähm, am heutigen Tage. Ähm, aber ja, was soll ich sagen? Äh, viel wird diese Woche da auch nicht mehr kommen aus den USA. Ab morgen ist da mehr oder weniger Feiertag und die Erfahrung hat gezeigt, es ist ja wie bei uns, wenn wir vor einem Feiertag stehen, am letzten Arbeitstag vor einem langen Feiertag, Geist, da macht man nicht mehr viel, außer sich vielleicht auch ein bisschen vorzubereiten. Also ähm, ja, das sollten wir hier mit im Auge behalten, dass das Handelsvolumen ähm, heute nicht mehr so der Oberknaller sein wird und dann in den nächsten beiden Handelstagen, weil die US-Amerikaner halt einfach fehlen. Ähm, da fehlt halt Handelsvolumen. Das muss man so ein bisschen beachten. Das kann allerdings auch vorteilhaft sein, weil manchmal gibt es in diesen Zeiten auch durch das geringere Volumen starke Bewegung. Also wir werden das Ganze weiter im Blick haben. Schauen wir auf die Nachrichtenseite für heute hier an dieser Stelle. Was bekommen wir noch? Da ist einiges am Nachmittag hier aus den USA. Den Auftragseingang für langlebige Güter. Wir bekommen das BIP, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das Ganze um 14.30 Uhr, um 16.00 Gibt es dann die Verkäufe neuer Häuser, 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände und dann um 20 Uhr das FOMC-Sitzungsprotokoll? Das wird heute veröffentlicht, allerdings ohne irgendeine PK oder ähnliches hintenrum. Ähm, da wird es noch mal eine geben, soweit ich informiert bin, im Dezember. Ich denke mal, da wird es dann auch die nächsten Ankündigungen für Maßnahmen geben, weil wir wissen ja jetzt, Regierungswechsel ist sozusagen eingeleitet und Paul kann dann entsprechend für beiden Arbeiten gewisse Sachen auch schon jetzt in die richtigen Richtungen lenken. Also das wird interessant, was wir dann im Dezember dort an dieser Stelle ja, erfahren werden. Das sozusagen hier für den heutigen Tag in ja, der Planung für die Nachrichten. Damit gehen wir rein in die Charts an dieser Stelle. Und ja, muss man sagen, äh, wir gucken hier zunächst auf das britische Fund. Wer den, äh, den Blog schon gelesen hat, den hatte ich ja heute Morgen auch veröffentlicht. Ähm, ich bin da vom ganz, ganz großen Bild in das kleine Bild gegangen. Also hier. Von der Woche in äh, die vier Stunden rein. Ähm, jetzt wird sich der ein oder andere fragen, gerade die neueren Zuschauer, wie, wieso Wochenchart? Wir wollen doch hier aktiv und kurzfristig traden. Ja, wollen wir. Ja, und ich sage euch aber eins: Die besten Bewegungen kommen von den langfristigen äh, Widerständen und Unterstützung ähm, im Bereich der Währungen. Warum das so ist, das hat einen starken äh, Einfluss oder beziehungsweise das ist begründet damit, ähm, dass man im Währungsbereich äh, sozusagen langfristig äh, selten äh, Wert oder na doch man kann schon sagen Wertsteigerungen erwarten kann. Ja? Anders als am Aktienmarkt, die Wirtschaft entwickelt sich langfristig nach vorn. Ne? Das ist halt weiß man ja, wenn man sieht, wo man vor 100 oder 200 Jahren von der Wirtschaft steht oder äh, stand, sieht, wo wir heute stehen, äh, dann hat man schon äh, so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass man sagt, ja gut, ein bisschen was hat sich da schon entwickelt. Ne? Also der Fortschritt ist halt da, der generiert Mehrwerte, deswegen steigen die Aktienindizes auch langfristig. Wenn wir uns das mal hier anschauen, zum Beispiel. Im britischen Fund. Äh, hier, ich gehe da mal ganz kurz, weil das ein schönes Beispiel ist. Ich gehe da mal ganz kurz hier in die längere Zeit. Dann halt, schaut es euch einfach mal an, was wir hier haben. Ähm, da hat man immer wieder ein Wechselbild ne? von stark steigenden Phasen zu fallenden Phasen. Da hat man immer wieder, ähm, wie wir das hier an dieser Stelle auch sehen, Moment, das mache ich mal kurz ein bisschen größer. Hier, guckt es euch an an diesem Punkt. Das, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist halt immer wieder. Diese Seitwärtsphasen, diese starken Seitwärtsphasen. Also, wir sehen es hier an dieser Stelle genau das Gleiche. Schaut mal hier. Einmal Seitwärtsphase, zweimal Seitwärtsphase. Und es dauert halt immer sehr, sehr lange, bis der Markt sich aus solchen Phasen wirklich mal befreit. Wenn er es dann tut, ja, wenn er es dann tut, dann. Moment, Schatz in den Vordergrund. So, jetzt haben wir es. Also, wenn. Wenn der Markt das dann tut, sich mal entscheidet, dann gibt es auch nicht selten nachhaltige Schübe. ja, Das hat man immer wieder. Aber es gibt halt langfristig häufig Seitwärtsphasen. Und das sind genau die Phasen, wie wir es jetzt hier auch wieder haben im britischen Fund. Und da sehen wir halt, wenn wir jetzt auf die Woche mal schauen, da sehen wir das Bild ein bisschen besser, wo wir gerade wieder verortet sind. Wir sehen hier unten vom Tief ähm, ist der Markt hier sozusagen schön nach oben unterwegs. Na? Schön auch im Aufwärtstrend. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir schon öfter gewesen sind. Ne? Und zwar genau hier oben in diesem Widerstandslevel, grob über den Daumen. Ja? Also, das ist nicht auf dem Zähler hier die 1,35, ja, da geht es mal ein ganzes Stückchen oben drüber, dann dreht es mal ein bisschen unten drunter, aber das ist so über den Daumen, das Level, genauso wie wir unten den Support um die 1,20 haben, ne, auch hier nicht festgenagelt, wir sehen, hier gab es einen Spike drunter, hier gab es einen Rutsch drunter, der wurde aber immer wieder aufgekauft, das heißt, dort unten ist eine ziemlich starke Unterstützung und das zeichnet halt solche weiten Trading Ranges aus und jetzt stehen wir halt genau hier oben an dieser Phase und da werden deswegen das Thema Sprengkraft auch im, ähm, in der Überprüfung für das heutige Webinar an dieser Stelle. Deswegen haben wir hier so eine Sprengkraft. Die Frage ist halt einfach nur, wenn es dort knallt, wird der Widerstand wegbesprengt ja, oder prallen wir nach unten ab? Und das schauen wir uns jetzt mal an, denn wir haben tatsächlich für beide Seiten gute Aussichten für Bewegungen, ja, für die Longseite, wenn es tatsächlich oben drüber geht. Dann an diesem Punkt ganz klar zu sagen, wo haben wir Anlaufmarke und da sehen wir die Anlaufmarke hier auch schon schön. Wenn wir über den Widerstand drüber kommen, schaut mal, wir haben hier drüben diesen Drehbereich. Ne? Hier hat der Chart die Richtung gewechselt an dieser Stelle und dann haben wir ein Stückchen oben drüber hier, dort oben, das Top, den Top-Bereich hier oben. Der hatte das Hoch um die 1,43,5. Also hier in diesem Bereich, das ist ein Top Bereich, ein Mehrfach Top, das sind durchaus Anlaufpunkte, die man auf der Oberseite hat, ja. Das ganze kann man auch noch weiterspinnen hier in diesem Bereich oben rein, nur für uns kurzfristige Trader ist da genug Platz? ja? Das heißt, selbst wenn wir hier nur drüber fliegen, der nächste Punkt hier oben um die 137.5 ist ja auch schon ein schöner Wert, den man gerade im Swing Trading gut mit reinnehmen kann. Also das Ganze hier an dieser Stelle ist ein Potenzial, das wir durchaus zur Oberseite haben. Das ist die Nummer 1. Nummer 2, was wir auf dieser Seite auch beachten können ist oder sollten, schaut mal hier. Auf der Wochenbasis sehen wir sehr, sehr schön, dass der Markt hier an dieser Stelle nach oben trendet. Ne? Das haben wir hier da. Ne? Und jetzt auch im kleineren sehen wir hier schön den Markt nach oben trenden. Jetzt wird es halt interessant. Schaffen wir es drüber hier über dieses Level, kommt es zur Trendfortsetzung. Das ist dann genau der Bereich, wo wir sehen: aha, jetzt scheint es hier tatsächlich so zu sein, dass der Markt den Widerstand kauft. Das heißt, das wird aus dem Widerstand dann eine Unterstützung. Prallen wir hingegen ab. Jetzt schon oder zeitnah, dann hätten wir hier ein tieferes Hoch und das wäre dann ein erstes Indiz dafür, dass wir wieder rumdrehen. Also das sieht dann so ähnlich aus wie hier oder wie hier ne? oder wie hier. Na gut, hier sind wir drüber gelaufen und dann umgedreht, aber das sind so die Umkehrmuster und das ist genau das Bild, was wir jetzt mal näher betrachten und zwar hier mit Blick auf. Die kleineren Zeiteinheiten, also kleiner in Anführungsstrichen. Wir gehen erstmal in den Tageschart. Der Tageschart ist entsprechend kleiner, natürlich als der Wochenchart. Deswegen das Ganze hier mal mit Blick in den Tag hinein. Und hier im Tag sehen wir momentan, das ist das Rechteck, was ich hier oben auch eingezeichnet habe, das aktuell hier oben so ein bisschen. In Anführungsstrichen der Deckel drauf ist. Ja, wir hatten hier das Zwischenhoch gehabt am Montag um die 1.33.98, also knapp unter 94. Und seitdem ziert sich der Markt so ein bisschen oben drüber zu gehen. Das sind so, sage ich mal, erste Schwächeanzeichen. Wobei es hier noch nicht das Anzeichen gibt, dass man sagt, okay. Ähm, wir sind hier jetzt tatsächlich so müde, dass wir nach unten wegbrechen. Ja? Also wir haben hier durchaus die Chance, oben drüber zu laufen. Also hier das Zwischenhoch der aktuellen Woche bei knapp 1.34 rauszunehmen und dann erstmal hier oben in diesen Bereich reinzulaufen, an dieses Zwischentop um die 1.3482 haben wir, das hier oben liegen. Ne? Das wäre mal das Erste, was wir hier haben und dann können wir uns als nächstes, da müssen wir aber weit, weit rüber schauen, hier oben in diesen Bereich reinsetzen. Also hier oben drauf, das ist ungefähr das Level um die 1.3515. Ne? Das wäre dann mal auf der Oberseite. Der nächste Anlaufpunkt und das ist halt schon der Bereich, wo man dann sagt, da geht man in den Widerstand rein. Und wenn dort wirklich Kaufstärke da bleibt, ja, anders als hier drüben, das wäre ein wirklich sehr, sehr schönes Zeichen, dass wir uns dann weiter nach oben orientieren können. Und jetzt, jetzt kommt das Aber. Ja, und das ist das ganz, ganz große Aber. Es kann auch sein, dass wir hier oben absolut versagen, dass sich hier oben tatsächlich eine Top-Formation ausbildet. Das ist halt jetzt noch nicht zu sagen. Aber die Watchlist kann damit gut und gerne gefüllt werden, weil wir sehen, es, wenn wir hier oben am Hoch oder kurz drüber wieder nach unten gehen, alleine mit diesem grün markierten Aufwärtstrend, den wir hier liegen haben, haben wir rein korrektiv schon mal einen Anlaufpunkt, den wir auf Tagesbasis sehen, und zwar wäre das mal hier unten dieses kleine Zwischentief an dieser Stelle, also diese Marke hier um die 1.3196 liegt das hier unten und dann im Sinne dieses Auflaufes hier noch das Auffanglevel um die 1,31,07. Das ist das Tief, was wir hier gehabt haben. Das ist das, was wir ganz klassisch im Tageschart auch sehen. Das hier sozusagen der letzte trendige Verlauf nach oben. Das nächstgrößere Auffanglevel auf Tagesbasis, und das ist ein sehr, sehr wichtiges, haben wir hier unten liegen, um die 1,28,60. Und da sehen wir hier, das ist ein wichtiger Supportbereich, denn hier einmal, zweimal, dreimal, hier drüben auch. Also er wurde sehr oft getestet und der Markt hat dort sehr sehr oft mit Umkehr nach oben ähm, sozusagen reagiert. Das heißt hier unten sollte es tatsächlich in die tiefere Korrektur reingehen, haben wir den Wert unten drinnen liegen. Das heißt, das wäre das, was wir auf der Uhr zur Unterseite haben müssen. Noch ist es nicht so weit. Ja, das werden wir gleich auch im 4 stunden chart sehen, wenn wir dort mal reingucken, dass wir dort noch keine Anzeichen sehen, dass wir wirklich nach unten wollen. Wenn der Markt nach unten will, dann müssten wir hier die 132.64 rausnehmen. Dann haben wir den Markt nach unten offen und dann können wir sozusagen schön sehen, wo die Anlaufpunkte auf der Unterseite liegen. Und das schauen wir uns jetzt mal im 4-Stunden-Chart entsprechend mit an. Hier, so, dann nehme ich mal kurz den Zeitrahmen raus hier, dass wir das mal sehen. Hier kommt es jetzt wirklich drauf an, wie entscheidet sich der Markt denn überhaupt jetzt für die Richtung? Denn wir sehen es hier oben. Er zappelt schon ein bisschen rum, ja. Wir kommen nicht einfach so hier oben über das Zwischenhoch knapp unter 1,34 drüber. Hier unten, was haben wir da? Ganz klar, wenn wir dort drunter laufen, ich skizziere es mal ganz kurz, dann haben wir einen Gegentrend und der Gegentrend ist gerichtet. Das heißt, das wäre technisch dann genau das, was wir hier sehen. Hier, zack, so. Wenn wir jetzt tatsächlich runterlaufen würden und da drunter laufen, dann hätten wir hier fallende Hoch sozusagen. Und das wäre dann ein Gegentrend unter dieses Tief hier. Dann ist der Trend entstanden. Und das wäre dann das Indiz dafür, dass wir weiter nach unten laufen können. Und da ist, wie schon gesagt, hier im 4-Stunden-Chart mal ohne weiteres zu sehen, hier das Tief um die 131,96. Das ist hier unten das Low an dieser Stelle. Und wenn wir uns hier mal noch andere Werte raussuchen wollen, die dann auch noch in Frage kommen, unten rein, da müssen wir einfach mal schauen, wo haben wir hier Anlaufpunkte auf der Chartunterseite. Die habe ich übrigens im im Blog auch mit veröffentlicht, diese Werte, die skizzieren wir jetzt hier einfach nur mal ein, die fehlen jetzt hier im Chart, da hat er nicht gespeichert, also hier grob der Bereich um die 1,31,67, das ist ein Anlaufpunkt, der kommt aus diesem Trendverlauf, den wir hier nach oben hatten, also schön, der Markt, wo hier schön nach oben geschwungen ist, das wäre das erste und das nächste Level, was wir dann auch noch sehen, wäre hier drüben, dieser Umschwungbereich, also das, was wir hier sehen und der Markt ganz deutlich die Richtung gewechselt hat, das Level hier, grob die Marke von 1,3070, dieser Drehpunkt, das wäre durchaus anlaufbar, wenn wir unten drunter fallen. Die Entscheidung ist aber, wie schon gesagt, noch nicht getroffen, ne? denn sollten wir es schaffen, hier über dieses kleine Zwischenhoch zu laufen, also das ist das kleine Hoch, was wir hier an dieser Stelle haben, das ist knapp die 1,3380, dann haben wir hier ein Höheres Tief, dann trendet der Markt ja wieder leicht nach oben. Dann haben wir untergeordnet einen Trendverlauf in Richtung der 4 Stunden, also aufwärts gerichtet. Und das ist dann das Zeichen, dass der Markt noch nicht müde genug ist, um abzuprallen, sondern einfach noch ein Stück weit hoch will. Und das ist dann halt das, das ist die Chance, den Widerstand zu übertreffen. Bricht er dort oben durch, haben wir die Longseite da, prallt er aber ein Stück höher ab. Ja? Also es ist ja. Momentan, wir sind ja noch nicht genau dran. Wir haben ja auch noch ein bisschen Potenzial zur Oberseite hin. Das einfach mal auf dem Auge behalten, was passiert. Hier der Blick in britisch Pfund US-Dollar. Wir machen weiter mit dem Währungspaar Neuseeland-Dollar US-Dollar. Auch das hatten wir hier schon öfter mal miteinander besprochen. Interessant, was hier zu sehen ist. Auch hier sehen wir, wir sind über ein wichtiges Widerstandslevel drüber gestiegen. Den können wir jetzt sozusagen gleich grün machen. Das mache ich auch gleich hier live im Webinar, denn. Wir hatten schon oft drüber gesprochen, was macht denn der Markt, wenn er hier oben reinläuft? Ne? Wir sind hier sehr, sehr oft oben abgeprallt. Hier gab es dann zwischendrin, wo die blauen Rechtecke sind, auch das Thema Widerstand. Da sind wir drüber gegangen, ganz ordentlich, schön nach oben gelaufen. Und aktuell, ich gehe mal ganz kurz in die Woche rein, damit wir auch mal sehen, was hier in der Woche gespielt wird. Wir haben halt jetzt die Chance, wenn es weiter nach oben geht. Hier. Die alten Zwischenhochs anzulaufen. Ne? Das ist genau der Punkt. Das ist auch Rückkehr in eine weite, weite Trading Range. Also hier auch nochmal. Ich will das nochmal zeigen, weil wir das Thema heute auch der Seitwärtsphasen hatten. Viele Währungen laufen halt sehr, sehr lang in Seitwärtsphasen. Schaut euch das Ding mal an hier. Ne? Das ist doch ganz klassisch Seitwärtsphase. Ganz, ganz klassisch. Ja? Das ist immer wieder da. Hier gleiches Spiel. Oberseite, Unterseite. Immer wieder hin und her. Dann kam der Ausbruch, jetzt die Rückkehr. Und das ist jetzt das, das Thema, was wir auf der Uhr haben. Wir haben es jetzt schon geschafft, hier über diese 0694 drüber zu gehen. Und jetzt stabilisiert sich der Markt obendrauf. Das ist der Versuch, den wir hier haben. Und das ist tatsächlich jetzt die bullische Chance im Neuseeland-Dollar-US-Dollar. Wenn er dort oben tatsächlich stark bleibt und rumdreht, ich gehe mal kurz zurück in den Tageschart, ist das, was wir hier sehen, haben wir gute Karten, nach oben reinzulaufen. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz hier ein bisschen was noch raus, was wir jetzt erstmal nicht brauchen ähm, an Linien, dass wir ein bisschen mehr Luft haben an dieser Stelle. Das heißt, hier oben. Da ist das Zwischenhoch gewesen, ein bisschen über 0,70. Dort müssen wir drüber, um die Aufwärtsdynamik fortzusetzen. Ja? Das ist der Punkt, den wir dort oben brauchen. Da gilt es jetzt drüber zu laufen. Das ist schön zu sehen. Und was wir hier halt auch schön sehen ist, dass der Markt so schön nach oben trendet. Ne? Schaut euch an, hier immer wieder steigende Hochs. Steigende Tiefs sieht man sehr, sehr schön hier der Bewegungsarm auch ordentlich weit reingelaufen in die Bewegung. Und das heißt, wir sehen jetzt hier wirklich die Dynamik. Das ganze Ding kann ein bisschen was korrigieren. Wichtig an dieser Stelle wäre jetzt, dass wir hier oben in diesem Bereich, wo wir jetzt sind, in diesem Unterstützungs- oder über dem Unterstützungsbereich, dass wir in diesem Bereich verharren. Das wäre sehr, sehr schön. Das wäre ein Zeichen von, von, von Stärke sozusagen. Und deswegen hier an dieser Stelle der Weg nach oben. Ich sehe gerade in Zoom kam noch die Frage, ob der Chart im Vordergrund ist. Ich hoffe, man kann den Chart gut sehen. Da wäre es nett, wenn ich da noch mal kurz eine Rückinfo bekommen könnte, dass das alles soweit passt. So, hätten wir also dieses Thema hier im Tageschart mal beleuchtet. Und das ist jetzt ein Punkt. Da reicht es nicht in den Tageschart zu schauen, sondern da müssen wir uns diese letzte Bewegung mal im untergeordneten Bereich anzuschauen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ob dieser Bereich hier oben, dieser Unterstützungsbereich um die 0,6940 verhält oder ob er eben abverkauft wird. Und das sehen wir unten drunter. Und da sehen wir nämlich sehr, sehr schön hier den Trendarm nach oben. Also hier kam er schön durchgelaufen nach oben hin. Alles trendet schön nach oben. Und das heißt jetzt hier. In diesem Drehbereich sehen wir, das ist ein schönes Auffanglevel. Ne? Und da sehen wir auch hier kurz drunter wieder drüber. Kurz drunter gleich wieder drüber. Das ist ein wirklich fester Bereich. Und das heißt jetzt an dieser Stelle, wenn wir hier oben drinnen liegen bleiben, dann haben wir gute Chancen, oben rein zu laufen, also direkt durchzulaufen. Denn das wäre dann genau der Punkt, dass hier dieser Bewegungsarm, also dieser trendige Verlauf, den wir hier, ich skizziere das mal ganz grob nach oben, ähm, was wir hier an dieser Stelle sehen. Dass das weiterhält. Das heißt, alles, was wir jetzt hier unten rein sehen, bis an dieses Level unten ran, also knapp die 069, das ist alles korrektive Phase. Das kann alles passieren. Solange wie es hier rumdreht, ist alles absolut okay. Das ist der Drehbereich sozusagen um die 06940. Das heißt, hier an dieser Stelle ist da alles okay. Das ganze bullische Szenario bleibt weiter intakt. Und das ist schön zu sehen, denn wenn wir da dann drüber laufen, das wäre der Punkt, dass wir aus der kleinen Zeiteinheit sehen, jetzt können wir reingehen. Das heißt, sobald wir hier wieder in die Long-Richtung rumdrehen, haben wir wirklich gute Karten, die Oberseite anzuskizzieren und dann weiter auf das zu laufen, was wir im Neuseeland-Dollar, US-Dollar entsprechend gesehen haben. Also hochinteressant an dieser Stelle, was hier auf uns wartet. Das ist ein sehr, sehr schönes Level. Aber und das ist das Aber, das müssen wir jetzt auch betrachten, sollten wir hier drunter fallen, also diesen gesamten Trend rausnehmen, haben wir hier an dieser Stelle dann auch einen Gegentrend, dann müssen wir uns ein bisschen tiefer orientieren und da ziehe ich die Level mal ran. Also hier, Nächster Punkt, dann wäre der Auffangbereich mal um die knapp 0,68, 78 bis 80, also hier in diesem Drehbereich rum. Ne? Das wäre der erste Punkt. Und der zweite, den wir dann haben, wäre tatsächlich die Ausdehnung unten rein. Also Moment, das kann ich mal hier stehen lassen. So, also da und hier unten rein in diesen Auffangbereich um die 0,68, 1. Ne? Hier Auffang, hier Auffangbereich. Das müssen wir unten auf der Uhr haben das wäre auch okay wobei das dann nicht eine starke Korrektur wäre also im Sinne von eine Korrektur die stark ist läuft nicht so tief also wo der Markt stark bleibt die läuft relativ flach und zieht dann gleich mit Momentum oben durch das wäre dann eine weitlaufende Korrektur. Wir sehen das hier auch an diesem Balken. Das ist ein Bestandteil des MTO in Live-Pakets. Also wer dazu was möchte, was wissen möchte, gerne auf mich zukommen. Ähm, hier der Weg nach unten wäre dann da. Ja, das ist auf alle Fälle mal ein Punkt. Den muss man auf der Uhr haben. Und hier unten wird es halt grün. Also ab der 0 knapp 69 haben wir ungefähr 50% Korrekturtiefe. Ein bisschen mehr und dann ist der Weg nach unten auch offen. Also das Ganze hier ähm, ist schon eine Tatsache, die man gut und gerne auf der Unterseite auf der Uhr haben soll. Spannend, wie ich finde, der Blick in Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und damit gehen wir aufs Währungspaar Euro-Kann-Dollar. Auch immer wieder einen Blick wert an dieser Stelle. Äh, das, das Währungspaar, wir haben ja auch häufig den, das Währungspaar auch im Zusammenhang mit dem äh, US-Dollar. Heute mal der Blick... In den Euro-Kann-Dollar. Woher der Blick? Was soll der Blick machen? Ähm, die aktuelle Situation einfach in der Verortung mal beleuchten. Auch hier muss ich mal kurz ein bisschen den Chart noch flott aufräumen, aber das geht ja relativ schnell, ähm, um zu sehen, was wir für Anlaufmarke haben. Wir blicken in diesen Chart hinein auf Tagesbasis. Ähm, da sehen wir sozusagen momentan sehr, sehr viele rote Linien auf der Oberseite. Das sind die ehemaligen Widerstandslevel, die wir hier haben, ähm, die auch durchaus Beachtung finden. Die Marker sozusagen auf der Oberseite. Was wir hier sehen, ist ein Bereich, wo wir aktuell durchaus die Chance haben, nach oben zu laufen, woher die Chance kommt und was das mit sich bringen kann, werde ich gleich mal zeigen. Denn ähm, wir sind hier in einer Art Richtungswechsel schon mal eingegangen. Denn wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen ähm, und einfach mal auf das letzte, auf die letzten Stückchen, das letzte Stück des Bildes hier eingehen wollen, dann sehen wir hier nach unten, den letzten trendigen Verlauf. Wir sehen hier das letzte Zwischenhoch an dieser Stelle. Das heißt, hier oben an diesem Punkt, hier war das letzte Zwischenhoch und hier ist der Markt jetzt mit einer guten, starken Steigerung oben drüber gelaufen und geht jetzt hier in eine Art Konsolidierung oder ist jetzt in eine Art Konsolidierung unten reingegangen, unten reingelaufen. Ne? Und jetzt wird es halt interessant und deswegen schauen wir uns das Ganze gleich auch nochmal im untergeordneten Trendverlauf an. Wir sehen hier unten in diesem Level, um die Marke hier Unten um die naja 0,545 in etwa, also hier unten, dass sich ein leichter Auffangbereich bildet. Das sehen wir gleich in der kleineren Zeiteinheit. Und jetzt geht der Markt ja mit Dynamik heute, also eine schöne starke steigende Kerze ähm, nach oben. Und wenn sich das tatsächlich nach oben ausweitet, dann haben wir hier durchaus die Chance, aus dieser initialen Bewegung hier dieses Level hier oben anzulaufen. Ja? Das heißt, das sieht dann entsprechend so aus. Hier haben wir jetzt die Korrektur. Und wenn wir hier unten jetzt die Umkehr kommen, haben wir die Chance, erst einmal zumindest bis zu diesem Hochbereich hier zu laufen, um die 1, was haben wir hier, 55,9 ähm, in etwa. Da oben, das Level, das ist interessant. Schafft es der Markt sogar oben drüber hinaus zu steigen, hätten wir dann einen Aufwärtstrend in dem Währungspaar. Ähm, das spricht dann entsprechend auch dafür dass der Markt weiter höhere Punkte anlaufen kann. Und die nächsten Punkte oder der nächste Punkt, den wir hier im Blick auf die alten Tageshochs legen, also die Trendkorrektur hoch sozusagen, als es nach unten ging, das ist hier oben die Marke von knapp 1,566 in etwa. Das hier an dieser Stelle ist durchaus Aufwärtspotenzial. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal im 4-Stunden-Trendverlauf an. Das heißt, das ist das, was wir gerade auch hatten hier das ist die Abwärtstendenz die wir hatten und da sehen wir halt sozusagen jetzt entsprechend die Hochs die wir hier anlaufen können. Das heißt hier dieser Punkt hier ist erstmal sehr sehr wichtig, also die 15521 haben wir hier im Hoch, wir gucken noch mal drauf, das Hoch. Ja, genau 15521, da müssen wir drüber sozusagen um den Abwärtstrend hier zu beenden und das rauszunehmen. Wenn wir es schaffen, wie schon gesagt, dann liegt der nächste Anlaufpunkt hier um die 1,55, äh, was haben wir hier ganz grob? 1,5548 und dann hier oben das Level am Zwischenhoch um die 1,5584. Ähm, da müssen wir drüber, ja? Das ist wichtig und was wir hier an dieser Stelle halt sehen, ist hier unten diese leichte Bodenbildung, das, was wir hier unten haben in diesem Bereich. Ähm, das hier ist ein Auffangbereich um die 1,545. Der hat hier gehalten. Heißt also, wenn der Boden tatsächlich hält und wir die Seite nach oben anlaufen können, haben wir Chancen für die Oberseite. Sollte es allerdings Schwäche geben, setzt sich dieser laufende Abwärtstrend nach unten fort. Und dann müssen wir uns weiter zur Unterseite sozusagen. Korrektur oder beziehungsweise Abgabedruck, Ausweitung mit anlaufen. Das wäre dann sozusagen das gegenläufige Szenario, dass der Markt wieder in die Schwäche eintaucht und das, was dort dann sozusagen auf die Agenda mit rutscht, Moment, ist halt zunächst... Dieser Drehbereich hier um die 1,54,1 hier, also dieses Level hier, was wir hier haben, um die 1,54,15 in etwa, beziehungsweise dann hier unten der tiefere Auffangbereich um die 1,53,36. Das ist die Unterseite, wenn wir unten reinlaufen. Das heißt, hier stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, ob wir das Bild hier grob skizziert aus dem Abwärtstrend hier, zack, ne, ob wir hier jetzt tatsächlich den Weg nach oben schaffen, also hier. Von unten dann nach oben rauszulaufen, oder aber ob wir hier nicht den Hochlauf schaffen, sondern der Markt eher von hier jetzt wieder nach unten dreht und dann auf die tieferen Level entsprechend geht. Das wird sich entscheiden. Das ist der Drehpunkt und das ist tatsächlich das Interessante an dieser Stelle und diejenigen, die sich das Ganze im kurzfristigen Bereich anschauen wollen, die schauen sich die jetzige Situation einfach mal beispielsweise im 15-Minuten-Chart an und da sehen wir hier, trendet der Markt nach oben ja? und wenn das Ganze umfällt sozusagen, hier hatten wir sozusagen die letzte Korrektur an dieser Stelle, das heißt aufwärts gerichtet das Ganze hier, also hier Bewegung, Korrektur, ja, hier rein, war ein bisschen unsauber, dann aufs Hoch drauf gelaufen und wenn wir jetzt hier unten drunter durchfallen. Das wäre dann sozusagen die Initialzündung, dass der Markt wieder rumdreht und dann wieder in Richtung der abwärts laufenden 4-Stunden-Zeiteinheit läuft. Das der Blick in Euro-Kanadischer-Dollar. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz auf Fragen, die wir hier entsprechend haben. Öl haben wir auf der Uhr. So, und dann haben wir noch eine Frage zum. zum US-Dollar, mexikanischer Peso, ob es da eine Bodenbildung gibt als letzte Bastion ähm, oder ob wir drunter rutschen, das schauen wir uns auch gleich an. Ah, Mensch, Leute, ich freue mich, dass ihr immer wieder auch mal so ein bisschen die Nebenwährung auf der Uhr habt. Ähm, das zeigt mir, ja, da lernt man. Man muss nicht nur eine oder zwei Währungen traden, sondern wir haben hier ein großes Potpourri bei Tickmill, das man traden kann, auch zu vernünftigen Konditionen. Von der Seite her, feine Sache, freue ich mich wirklich drüber, danke dafür. So, und wir schauen jetzt mal aufs Öl, ja, da wurde gefragt, 50 Dollar. <laughs> Geistesgeiste, wir standen auch schon bei 150. So, <laughs> ich werfe mal auf, hier, DAX, nee, nicht DAX, Öl, ja. Müssen wir mal gucken, wo haben wir Chancen reinzulaufen? Also durchaus 50 Dollar, die sind drin. Woher kommt denn die Sache mit den 50 Dollar? Ja, übrigens auch sehr, sehr schön gesehen hier an dieser Stelle die Frage. Ähm, ganz klar leicht beantwortet. Wir haben hier einen wichtigen Unterstütz äh, einen wichtigen Widerstandsbereich hier oben, der durchaus das nächste Kursziel sein kann. Fragt mich jetzt bitte nicht, warum der Ölpreis so durch die Decke geht. Ja Da gibt es diverse Gründe, die man finden kann, aber ich bin jetzt keiner, der nach Gründen sucht. ja mir ist das wirklich relativ egal, ähm, warum das so ist. Wir betrachten das ganze hier einfach nur aus technischer Natur, weil so wie man Gründe für die Kurssteigerungen finden kann, kann man genauso auch Gründe finden, warum der Ölpreis eigentlich viel zu teuer ist. Ne? Ich sage nur Öllager auf hoher See ja? Wir haben eine Überproduktion. Die Wirtschaft ist noch lange nicht im vollen Gang. Ja, das ist noch lange nicht durch. Guys, wir, schein, wir schauen einfach auf das, was wir in den Charts sehen. Ne? Und da sehen wir halt, schaut es euch an, hier oben, dass der letzte große Verkaufsbereich, der Drehbereich hier, um die 50 Dollar. Und das ist etwas, das durchaus relevant ist, auf der Uhr zu haben, weil so viel Spaß wir auf der Schutzseite hier gehabt haben, und das war wirklich eine feine Sache, ja, ähm, so schnell müssen wir uns wieder rumdrehen als Händler. Und das ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen auch die Linien rauslöschen, dass wir ein bisschen besser sehen können. Wir haben mittlerweile hier an dieser Stelle wieder einen Aufwärtstrend. Ja, und der ist da, den braucht man nicht wegzudiskutieren. Der läuft, der ist intakt. Der ist jetzt sehr dynamisch auf die Oberseite unterwegs. Ich weiß, der kann auch immer wieder brechen, ja. Und ich würde auch davon ausgehen, dass wir durchaus nach diesem schönen dynamischen Zuwachs hier irgendwann mal wieder eine Korrektur sehen. Da kommt es dann halt wirklich nur drauf an, was macht der Markt dann entsprechend an den Unterstützungen? Und diese Unterstützungen, die sind schon wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Also das muss man ein bisschen im Blick behalten. Ich habe das Öl übrigens auch im Blick. Hier zum Thema ähm, der Korrektur. Ja, dann äh, mit dem Thema Korrektur muss man sich ein bisschen beschäftigen, gerade wenn man das Ganze kurzfristig auch angeht, denn ähm, man hat diese schönen, starken Läufe. Das werden wir sehen, wenn wir das gleich auch auf der kleineren Zeitebene sehen. Aber in der größeren Zeitebene haben wir gerade gesehen, der Markt hat durchaus jetzt das Potenzial zur Oberseite mal reinzulaufen, bis locker hier oben ran, wo dieser Umkehrbereich halt kam. Hier oben schaut euch das mal an. Also, da haben wir gut und gerne. Das Thema 50 US-Dollar auf der Uhr hier oben in diesem Drehbereich. Sogar noch oben drüber, wenn wir dort nicht drehen, ist sogar das Potenzial da hier oben dieses Zwischenhoch um die 54,50 in etwa anzulaufen. Da ist also einiges an Luft auf der Oberseite und das ist durchaus eine wirklich gute Chance, die wir hier an dieser Stelle sehen können. Und der, wie schon gesagt, der Aufwärtstrend ist intakt. Auch der kleinere ist intakt. Das sehen wir hier an dieser Stelle sehr, sehr schön hier. Schaut, wie er hochgelaufen ist. Aber wir sehen halt eine schöne Ordentlich deutlich weit gelaufene Bewegung. Das heißt, äh, wenn man sich mal einfach veranschaulichen möchte, ähm, wir sind sozusagen hier an dieser Stelle von diesem, von diesem alten Hoch runtergelaufen. Und wenn wir das jetzt einfach mal oben draufsetzen, dann sehen wir halt, wir sind schon relativ weit reingelaufen. Und auch die letzte Bewegung hier ist ordentlich gelaufen. Das heißt, da könnte es durchaus Korrekturbedarf geben. Das werde ich auch für morgen mal ein bisschen auf der Uhr halten. Heute Abend kommen ja sozusagen auch noch die Ölzahlen, die aktuellen. Und dann können wir mal schauen, was hier passiert. Möglicherweise gibt es hier korrektive Tendenzen, die wir dann kurzfristig nutzen können, um entweder ein Stück aus der Korrektur abzufischen oder uns clever auf die Lauer zu legen, die Umkehr abzuwarten, dass man dort mal analysiert, wo sind gute Umkehrpunkte und um das Ganze zur Oberseite hin. Aber der langfristige oder mittelfristige Bereich ist jetzt erstmal ganz klar vorgegeben. Nachdem die alten Hochs rausgenommen wurden, ist die Luft nach oben frei und 50 sind charttechnisch ohne weiteres möglich. Das zum Öl, Juhu, hätten wir das. Und ähm, dann noch das Währungspaar US-Dollar, mexikanischer Peso. Ich glaube, das habe ich gar nicht offen. Nee, dann machen wir den mal auf. So, US-Dollar, mexikanischer Peso. Da ist er einfach mal hier reingezogen. So, Marktübersicht wieder zu, damit wir alles sehen können. Was ist denn das hier? <laughs> Kleiner Fehler hier äh, im Chart. Gut. Ähm, ja, ich hoffe, man kann es trotzdem gut sehen. Also, was sehen wir hier? Wir sehen US-Dollar, mexikanischer Peso, aber der hängt hier in dem Fenster drin. Wartet mal, wir machen mal ein neues Fenster auf. Kurzen Augenblick. Ach, jetzt ist er abgestürzt. Okay, wir warten mal kurz, ob wir eine Chance haben den meta wieder zum Leben zu reanimieren. Ja, ansonsten, ich mache mal kurz hier den brutalen... Ah, jetzt haben wir es. Jetzt geht's wieder. Gut. Also, hier nochmal neu. Steuerung M drücken. Da kommt man relativ schnell in die Marktübersicht rein. So, jetzt rechtsklick. Neues Chartfenster. Marktübersicht wieder zu. So, zack, zack. Da haben wir es. So, hier Platz schaffen, damit wir nur das sehen, was wir sehen müssen. Jo, also wir sehen es hier. Ich gehe noch mal ganz kurz auf den Wochenchart. Wir sehen, wir haben hier massiven Abgabedruck an dieser Stelle. Was wir noch sehen, ist hier in diesem Drehbereich rum, einen ja, Auffangbereich, der durchaus äh, Markterfahrung schon hat. Ne? Hier war es Widerstand, drüber, drunter, drüber, drunter. Dran, runter und dann deutlich drüber. Wenn hier abverkauft wird, ja, wenn wir deutlich unter die 20 fallen, so wie wir das jetzt hier schon getan haben, ist der Weg nach unten offen. Und da müssen wir jetzt mal im großen Bild schauen, wo ist der letzte oder wo ist der nächste Drehbereich. Da sehen wir nämlich zwei, die wir hier auf der Uhr haben. Das wäre zum einen, deswegen der Blick in den Wochenchart, hier, dieser Bereich, grob, hier in etwa, ich lege gleich mal Linien rein, hier grob der Drehbereich, um naja, das Level von Ah, ich sag mal 1965 in etwa hier oben, ne? dieser, dieser Drehbereich. Gelingt mir jetzt nicht genau drauf zu legen, aber hier die 1965, das wäre der erste Auffangbereich, den wir haben. Und dann, sage ich mal, das nächste größere Support-Level. Das haben wir dann hier unten. In diesem Bereich, um diesen Drehpunkt. Also da ist verdammt viel Luft nach unten. Locker mal rein bis in die 18, in die Marke unter 1840. Was wir dort dann da haben, das ist das, was wir wieder aus der größeren Zeitebene finden. Und das ist jetzt wieder mal auch zum Beispiel wieder mal Rückkehr in große, in große breite, weite, lang laufende Trading Ranges, die wir hier haben. Also wird dann wirklich sehr, sehr interessant. Und mich würde es nicht wundern, wenn der Durchmaß auch relativ schnell dann kommt. Ähm, hier der ganze Blick mal noch in den Tageschart rein, damit man das Ganze mal sieht, wir sind hier stark in einem Abwärtstrend verortet. Der läuft auch dynamisch nach unten, hier an dieser Stelle. Ähm, und hier gab es jetzt an diesem Zwischentief hier unten um die 1, äh, um die 20. Ähm, mexikanischen Peso ein kurzes Inhalten und wenn das Ganze nach unten wegbricht, wie schon gesagt, wir sehen es hier unten. Nächster Haltepunkt, in etwa ganz grob das Level um die 1965 und dann ist nach unten viel, viel Luft zwischendrin. Können wir hier noch schauen, der kleine, das kleine Zwischentief hier um die 1916 wäre noch ein Zwischenstationsbereich auf dem Weg unten in den Supportbereich. Das hier der kurze Blick in US-Dollar, mexikanischer Peso. Für diejenigen, die sich sagen, ähm, wie sieht es denn mit einer Korrektur aus? Natürlich, die kann von hier kommen. Und wenn wir das Ganze nochmal kurz beleuchten wollen, schauen wir mal den Abwärtstrend. Der letzte Rutsch, der hier kam, schaut mal hier, ging es rein, dann hier runter. Wenn hier tatsächlich erstmal ein Abrei kommen kann oder sollte, ja, hier ungefähr diese Level sind dann da, knapp die 20. 40 in etwa und dann hier oben der Anbereich, Anlaufbereich um die 20, 73. Das sind die Marke, die wir da haben, wo durchaus Korrektur reingehen kann, weil wir haben es gesehen, es kommt ja immer auch mal zu korrektiven Phasen, aber die große Richtung geht hier ganz klar auf die Chart-Unterseite. So, das wäre es dazu gewesen. Die Fragen sind beantwortet. Dann sage ich an dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Und wir sehen uns morgen früh wieder um 8.30 Uhr in der Live-Besprechung der nächsten Trading-Ideen-Blog-Eintrag. Versuche ich vorher auch direkt auch hochzustellen, dass man das noch lesen kann. Und dann sage ich danke allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Und ich freue mich auf morgen. Tschüss, bis dahin.